Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier stehen darf. Herzlich willkommen, da kommt auch mein Kollege Sören Petermann, sehr schön. Herzlich willkommen an der Ruhr-Universität. Ich freue mich ganz außerordentlich und bin auch ein bisschen stolz, dass unsere Studierenden diesen Kongress hier nach Bochum geholt haben. Ich habe dann im Vorfeld natürlich gefragt, ich glaube, Bea habe ich gefragt, vielleicht auch Nadja, was soll ich denn erzählen? Und die haben gesagt, naja, das so von der Erstsemesterbegrüßung. Das mache ich aber heute nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich ganz gerne die Fakultät kurz vorstellen möchte, weil wir sehr vielfältig sind. Wir nennen uns Sozialwissenschaft, aber wir subsumieren eine Vielzahl von Fächern unter diesem Begriff. Und all diese Fächer haben im weitesten Sinne doch etwas mit Grenzen und der Erforschung von Grenzen zu tun. Da würde ich also heute gerne einen kurzen Blick drauf werfen. Auf unserer Internetseite, die natürlich sehr, sehr schick ist, wie alle wissen, so wie rupp.de, finden Sie also unsere Lehr- und Forschungseinheiten, Methodenlehre, Soziologie, zu der ich auch gehöre, Sozialpsychologie, Sozialanthropologie, Politikwissenschaft, Sozialpolitik und Ökonomie, Fachdidaktik und Gender Studies. Und wir versuchen natürlich in der Forschung gemeinsame Programme zu entwickeln, gemeinsame Projekte zu entwerfen. Für Sie interessant könnte aber doch auch die Lehre sein. Und deshalb habe ich unsere MA-Studienprogramme auch aufgelistet, die alle interdisziplinär tatsächlich besetzt sind. Ich lese sie jetzt nicht alle vor, ich möchte aber anhand von 4 Studienprogrammen Ihnen kurz erläutern, was wir hier zu Grenzen forschen oder auch mit Grenzen machen oder machen können. Beginnen möchte ich eigentlich mit dem offensichtlichsten Studienprogramm, und zwar Globalisierung, Transnationalisierung und Governance, GTG. Grenzen spielen dort ganz offenkundig eine große Rolle und der thematische Fokus des Masterstudienprogramms liegt eben auf grenzüberschreitenden Prozessen und Entwicklungen, vor allen Dingen ökonomischer, gesellschaftlicher und auch staatlichen Institutionen und AkteurInnen. Ein zentraler Gegenstandsbereich sind in diesem Kontext eben die Beziehungen zwischen Nationalstaaten und deren Institutionalisierung durch supranationale Governance. Das inhaltliche Spektrum von GTG wird eben durch die Auseinandersetzung mit Entwicklung und Aktivitäten staatlicher und gesellschaftlicher Akteure im europäischen Mehrebenensystem ergänzt. Aktuelle Inhalte, das können Sie sich denken, sind Grenzpolitiken, ich habe hier ein Bild auch ausgesucht, aber natürlich auch der Brexit, die globale Finanzkrise, Migrationsströme, europäische Integration, die Reform der UNO, Demokratie vor allen Dingen, aber auch globale Arbeitsstandards. Womit ich eigentlich auch schon beim nächsten Studienprogramm wäre, was auch sehr beliebt ist bei uns an der Fakultät, nämlich das Studienprogramm MARAVO, Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Ich kann mir ja auch nie merken, wie das eigentlich heißt. Jetzt habe ich es mir mittlerweile, glaube ich, gelernt, das hoffe ich doch. Hier ist es klar, im Zuge der Globalisierung und des Übergangs zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sind eben Management und Regulierung von Arbeit, aber auch Organisationen und eben auch Partizipation in Wirtschafts- und Non-Profit-Organisationen immer stärker eben in globale Austauschprozesse eingebunden. Neue Managementkonzepte und Produktionssysteme spielen hier eine Rolle und verlangen eben auch nach neuen Wegen der Mitbestimmung, also Grenzen der Mitbestimmung, vor allen Dingen betriebliche Mitbestimmung, die auch transnational organisiert werden muss. Hier werden also auch oder hier wird Wissen vermittelt über Grenzen, allerdings mit dem Fokus auf die Bereiche Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Dazu gehören dann eben auch nationale, internationale Organisationen, aber auch Unternehmensentwicklung, Personal und Arbeit, Wirtschaftsstandorte, Dienstleistungssektoren, Erwerbsregulierung und auch so neuere Instrumente wie Corporate Social Responsibility oder auch Compliance-Regelungen. Dabei wird aber insbesondere, und deshalb erwähne ich das eben auch, eine besondere Perspektive auf den internationalen Austausch gelegt. Das nächste, was ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist eigentlich mein geheimes Lieblingsstudienprogramm. Das wird jetzt wird meinen Kollegen freuen. Es ist nämlich die Stadt- und Regionalentwicklung. Ich liebe das Ruhrgebiet. Auch ein großer Fußballfan. Wir machen hier auch tatsächlich sozialwissenschaftliche Fußballforschung, weil sich das natürlich anbietet. Und deshalb möchte ich noch mal, vielleicht nicht unbedingt Werbung machen,
sondern Ihnen kurz auch die Stadt- und Regionalentwicklung vorstellen, dieses Studienprogramm, weil es dann natürlich auch ganz klar um Grenzen geht. Da geht es aber eher eben um die Analyse des Wandels von lokalen und regionalen Strukturen und auch politisch-administrativen Steuerungsmöglichkeiten eben in der Stadt und in der Region. Mein Kollege Sören Petermann wird vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr berichten über das Ruhrgebiet. Ich habe mir als Beispiel eine ganz besondere Grenze ausgesucht, nämlich die A40, wie Sie sehen. Man nennt sie hier den Ruhr-Schnellweg, manche sagen auch Ruhr-Schleichweg. Ich gehöre dazu, weil ich den fast jeden Tag fahren muss. Der Ruhr-Schnellweg ist eben ein sogenannter Sozialäquator, wie Sie sehen können. Er trennt den reichen Süden vom armen Norden. Besonders in Essen ist diese Teilung sichtbar. Villen und große Autos in Bredeney oder in Stadtwald. Es gibt aber eine hohe Arbeitslosigkeit und auch verfallene Häusereien in Altenessen oder Katernberg. Mein Kollege aus der Methodensektion, Jörg-Peter Schreppler, konnte eben auf Basis verschiedenster Datensätze zeigen, was aus den Arbeitervierteln in den Städten geworden ist. Sie können sich das vielleicht noch mal genauer anschauen. Habe ich die Quelle angegeben? Ja. Weil man das, ja, das, ich weiß, ich kritisiere das immer bei euch, ja, aber meine Güte, ja. Genau. Er hat das aufgrund von verschiedenen Datensätzen analysiert und konnte eben zeigen, dass, wo früher viele Arbeiter lebten, eben heute viele Arbeitslose leben. Viele Menschen mit Migrationshintergrund und es stehen sehr, sehr viele Wohnungen dort leer. Die A40 erweist sich in diesem Sinne tatsächlich als Sozialäquator, der vielfach die sozial benachteiligten Viertel im Norden von den eher begüterten, sag ich mal, im Süden trennt. Diese Situation verfestigt sich dann dadurch, dass die Kinder in den sozial schwachen Vierteln weniger Chancen auf höhere Bildung haben als die in den gutbürgerlichen Quartieren. Die Studie zeigt zum Beispiel, dass die Übergangsquote von Grundschulen in benachteiligten Vierteln zum Gymnasium im Durchschnitt um rund 10 Prozentpunkte niedriger liegt als in besseren Wohnlagen. Das wird jetzt für Sie nichts Neues sein. Es gibt Schulen, von denen kein einziger Schüler eines Jahrgangs zum Gymnasium wechselt, und es gibt dann auf der anderen Seite des Sozialäquators Schulen, da gehen nahezu alle Schüler und Schülerinnen aufs Gymnasium. Der Sozialäquator ist damit eine Grenze, welche die Chancen auf Ressourcen, auf Teilhabe oder besser auf Kapitalsorten unterschiedlich und ungerecht verteilt. Das letzte Studienprogramm, in dem ich sehr viel unterrichte, möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Das ist das Studienprogramm Kultur und Person. Da geht es vielleicht ein bisschen auch um andere Grenzen, auch eben um epistemologische Grenzen, ja? Also um Grenzen in einem erkenntnistheoretischen Sinn. Hier werden komplexe Beziehungen zwischen Personen, Gruppen und ihren kulturellen und materiellen Umwelten in den Fokus gerückt. Die Studierenden sollen sich mit nahen und fernen Kulturen und Subkulturen auseinandersetzen. Das ist sozusagen der ethnologische oder die ethnologische Perspektive innerhalb dieses Studienprogramms. Sie befassen sich dann mit dem eigenen, mit dem Fremden und erwerben Kompetenzen zur Analyse von kulturellen Unterschieden, kulturellen Gemeinsamkeiten und natürlich kulturellem Wandel. Diskurse, Wissensbestände, Medien und Technologien interessieren hier ebenso wie Lebensformen, Praktiken, Denkweisen, Gefühlswelten sowie Handlungs- und Subjektivitätsformen. Konkret bedeutet dies, dass hier eben auch transdisziplinäre, also grenzüberschreitende Felder wie Cultural Studies, Postcolonial Studies, Gender und Queer Studies, Science and Technology Studies, aber auch psychoanalytische Sozialforschung und Kulturwissenschaft oder eben auch Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie gelehrt werden. Also ist hier der Begriff der Grenze nicht nur ein gegenständlicher, sondern eben auch ein epistemologischer. Wo verlaufen die Grenzen des Subjekts? Wo die von Mensch und Technik? Sind wir nicht alle? Um mit der Biologin und Soziologin Donna Haraway zu sprechen, Cyborgs, da wir untrennbar mit Technik oder anderen Techniken verbunden sind. So, das wäre jetzt der Hinweis gewesen auf die Beschäftigung innerhalb der Fakultät mit der Grenze. Wir haben aber auch hier an der Ruhr-Universität sozusagen ein praxisrelevantes Beispiel, wo es um Grenzen geht. Und das ist eine Kampagne, die möchte ich Ihnen ganz, ganz kurz vorstellen, weil sie vielleicht auch ein bisschen auf diesen Code of Conduct hinweist. Nämlich, das ist die Kampagne Erkenne die Grenze. Die wurde 2016, also ein Jahr vor MeToo, an der RUB gestartet, und sie macht Grenzen, also die eigenen
und auch die Grenzen der anderen zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und kommt vor allem bei universitären Großveranstaltungen zum Einsatz, also beim gemeinsamen Feiern. Dafür ist es eigentlich gedacht gewesen, aber hier haben wir auch eine Großveranstaltung, ein gemeinsamer Kongress. Und ich denke auch, dass eben dieses Thema der Grenze politisch eben gewendet werden kann, vielleicht auch sollte. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, können Sie sich mal durchlesen. Auch die Seite, ich glaube, es gibt auch einen Facebook-Auftritt, lohnt sich. Insgesamt steht aber die Kampagne unter dem Motto, hab einen Abend, an den du dich gerne zurückerinnerst. Und damit würde ich eigentlich auch ganz gerne schließen und euch und Ihnen allen auch einen schönen Kongress wünschen, an den Sie sich gerne zurückerinnern. Und ich glaube, den werden Sie auch haben, weil ich mich jetzt im Vorfeld, glaube ich, schon bei dem Orga-Team bedanken kann für die tolle Organisation. Vielen Dank. Applaus